Mein Name ist Jörg, ich bin ein zärtlicher Widder und suche eine junge Dame für romantische Stunden. Spätere Heirat nicht ausgeschlossen. Der heutige Gast ist Sandy von den No Angels, die übrigens gar nicht mein Typ ist. Dann schon lieber der Sham von Broses. Naja, egal, wem sag ich das? Hier ist jedenfalls ihr Gastgeber, Stefan Raab. Ja, Peace nochmal an alle. Natürlich sind hier alle auch für den Frieden. Alle sind für den Frieden. In Deutschland ist jeder für den Frieden. Ja, letzten Donnerstag, als es losging im Irak, da sind sogar die Schüler sind auch besonders für den Frieden. Im Speziellen, wenn Schule frei ist dafür. Ja, habe ich gesehen, bin ich durch die Stadt gefahren und an einer Bahnhaltestelle standen Schüler auf dem Weg zur Demo in der Stadt und hatten sich auf die Backen, und da muss man sagen, gut, das kann man nicht unbedingt wissen, ja, und hatten sich auf die Backen statt dieser Peace-Zeichen Mercedes-Sterne gemalt. Ja, da fehlt da fehlt dieser Strich, ja, da ist hier, verstehen Sie? Ich erkläre Ihnen gleich ungefähr, wie das läuft. Ich habe da eine Sendung im Radio gehört, beim Südwestrundfunk 3, bei SWR 3, über eine Demo in Stuttgart, und da hat man junge Leute befragt, was sie denn jetzt gedenken zu tun, ja, wie sie denn gegen den Krieg protestieren, und da hörte ich dann im Radio folgende Stimme, die sagte, ja, wir haben eben schon überlegt, wir haben gesagt, gehen wir zu McDonald's, haben wir gesagt, nee, Hamburger ist nicht mehr, wir essen nur noch Döner, ja. Das hat für mich war sehr einleuchtend. Nur wenn die Türken jetzt im Nordirak einmarschieren, ist der Döner auch nicht mehr. Ja? Paella geht sowieso nicht mehr, weil der Spanier ist ja auch dabei. Ja? Gut, auf englische Küche können wir verzichten. Ja, das brauche ich jetzt. Bitte Italien, ja? Bleibt standhaft. Ja? Mama Miracoli, mach keinen Scheiß, ja? Möchte ich von hier aus sagen. So. Und nochmal zu diesem Zeichen zurück. Ja? Das Peace-Zeichen ist dieser Mercedes-Stern mit dem dritten Nippel hier unten drin. Ja? Verstehen Sie, ich zeige Ihnen mal das Peace-Zeichen. Das kleine, ja, das ist das Peace-Zeichen. Wenn Sie auf eine Demo gehen, ja, das kleine 1x1 des Demonstrierens, das ist das Peace-Zeichen. Und jetzt mal im Vergleich der Mercedes-Stern. Das ist der Mercedes-Stern. Ja? Bitte damit nicht auf eine Demo gehen. Oder wenn Sie einen Autofahrer sehen, sag mal, guck mal, der ist auch für Frieden da vorne. Ja? Ja, also seien Sie vorsichtig. Ja? Was Sie auch auf keinen Fall sich auf die Backe malen sollten, ist das hier. Ja? Das auch nicht. Auch kein Peace-Zeichen. Ja? Das hier bitte auch nicht. Ja? Lucky Strike, obwohl die Amerikaner könnten es gut gebrauchen im Moment. Ja? Lucky Strike. So, auch nicht bitte das bei einer Demo auf die Backe malen. Auch falsch. Was man sich auf keinen Fall auf die Backe malen kann. Ja? Obwohl, seit dem tollen Eigentor am Samstag dürfen Sie auch damit wieder zur Demo. Ja? Soll ich Ihnen noch kurz das Peace-Zeichen erklären? Das könnte ich kurz machen, nicht? Habe ich eben ja kurz angedeutet. Da fragt man sich natürlich, was heißt das? Ich habe mal im Internet, ich wusste es nicht genau, und ich habe mir mal im Internet was, eine Erklärung runtergeladen. Also hier steht, es gibt zwei Peace-Zeichen. Ja? Das eine mit der Hand gezeigt, Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand zu einem V gespreizt und kommt vom englischen Victory-Zeichen. Das kennen Sie. Das ist das Peace-Zeichen. Ja? Wir kennen es auch als dieses Zeichen hier. Ich gucke. Ja? Hat also eine Doppelbedeutung. Peace. Kann aber auch sein, dass ihr gegenüber meint, sie würden sagen, ich gucke. Ja? So.
Ich lese mal weiter vor. Es wurde in den 40er Jahren durch Winston Churchill bekannt als Zeichen für den Sieg über Nazi-Deutschland. Hippies gebrauchen es mit den Worten Peace Brother oder Peace Sister. Hier steht auch die Übersetzung Friede Bruder oder Friede Schwester. Ja? So, das ist das eine. Jetzt kommen wir aber zu diesem Zeichen, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Zu diesem hier. Ja? Da fragen Sie sich, was hat das Zeichen für einen Ursprung? Ja? Dieses Zeichen hier, wo soll ich es hinzeigen? Dort soll ich es hinzeigen? Ja, dieses Zeichen, was hat das für einen Ursprung? Und ich lese Ihnen das mal vor. Es gibt da mehrere Deutungen, aber diese ist wohl belegt durch einen Philosophen namens Bertrand Russell oder Bertrand Russell. Ja, man weiß es nicht genau. Und zwar, das gezeichnete Symbol wurde zuerst als Anti-Atomkriegszeichen gebraucht. Es wurde 1958 durch den Designer Gerald Holtum geschaffen. In dieser Zeit gab es eine starke Bewegung in den USA und auch in Deutschland gegen die atomare Aufrüstung. Er legte die Flaggenzeichen des internationalen Winkeralphabets, ja, das ist keine Verarschung, das gibt es wirklich, das internationale Winkeralphabet zusammen. Und zwar das N für November und das D für Delta, also ND, Nuclear Disarmament, nukleare Abrüstung. Ich mache Ihnen gerade mal das vor. Und zwar das N, ja, das ist das N, so. Und das D ist so. Und wenn Sie die jetzt übereinander legen, dann haben Sie hier, ja, dann haben Sie eben dieses Zeichen. So, das nur zur Erklärung, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie freuen sich. Danke. Ja, man muss ja auch ein bisschen was nicht immer nur.